Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine neue Review und zwar wieder eine Wunsch-Review und zwar ist es dieses Mal zu Shinji Dumei Cross, Allianz der Gentlemen. Der ist von Arina Tanimura, ist in Japan erstmals im Jahr 2004 erschienen und ist mit 11 Bänden abgeschlossen. Es gibt mittlerweile auch eine Neuauflage bei uns davon, also es gibt einmal die alte Auflage, das sind Einzelbände in ganz normal halt, ganz normale Bände, außer die letzten paar, da kann man sich dann so extra Schuber zu kaufen, wo dann ein Buch und Postkarten, glaube ich, bei sind. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was genau bei ist. Aber es gibt jetzt auch noch eine Neuauflage, da sind dann immer, ich glaube, 2 oder 3 Bände in einem Schuber drin und dieser Schuber ergibt dann nachher noch ein schönes Gesamtbild und das ist von, ja, noch nicht allzu lange, es ist vielleicht ein Jahr oder 2 her, denke ich, dass das erschienen ist. In dieser Shuba-Auflage. Ja, wobei geht es um Shinji Dumei Cross? Shinji Dumei Cross spielt sich hauptsächlich um Haine. Haine wurde adoptiert und lebt bei den Otomias. Sie jobbt neben der Schule, da das Möbelhaus der Familie ja, kurz vorm Bankrott steht und sie ihnen so gut helfen möchte wie möglich. Ihre beste Freundin ist Ushio. Sie sagt nie mehr als das Nötige. Sie ist sozusagen ein Eisblock für alle, außer für Haine. Für Haine würde sie alles tun. Haine ist ihr Ein und Alles und ihre beste Freundin. Und die beiden gehen auf dieselbe Schule. Und zwar diese Schule ein ganz besonderes Prinzip. Zwar ist es ein Dreiklassensystem. Das heißt, damit meine ich nicht die Jahrgänge. Die Jahrgänge gibt es dort auch. Aber es gibt 3 Klassenunterteilungen. Es gibt einmal Bronze, Silber und Gold. Das heißt, Bronze ist sozusagen Platz 3, Silber Platz 2 und Gold Platz 1, wie man das auch zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, bei den Medaillen und sowas kennt. Und ja, Ushio ist in der Bronzeklasse, in der Silberklasse. In der Silberklasse sind Leute, die aus gutem Hause stammen, das heißt reiche Familien und halt etwas wohlhabender sind. Diese Leute haben ein Sonderrecht, sie müssen nicht nur die normale Schuluniform tragen, sie können ja, ihre Lieblingsbluse sozusagen mit der Schuluniform kombinieren und haben noch andere spezielle, ja, Vorteile. Ja, die Bronzeklasse ist sozusagen für die, die nicht so viel haben in dieser Istaine. Ja, das ist halt für die aus den etwas ärmeren Häusern, was man bei denen aber auch noch nicht als arm bezeichnen kann in diesen Verhältnissen, in denen die da leben. Ja, und die Goldklasse ist für eine einzige Person aufgespart und das ist der Kaiser, das ist Chizumasa. Chizumasa ist der Kaiser der Schule, das heißt, er ist der Schulpräsident. Und Haine ist, seitdem sie ein kleines Kind ist, in Chizumasa verliebt. Und ja, das liegt daran, dass Chizumasa, als sie klein war, damals hat er ein Buch rausgebracht über eine Hexe und eine Zauberin. Und eine Fee, eine Prinzessin, ich weiß nicht mehr genau. Und auf jeden Fall hat sie sich in dieses Buch verliebt. Und als sie ihn dann damals gesehen hat, als sie klein war auf einer Feier, als sie noch bei ihren wahren Eltern damals lebte, hat sie sich sofort in ihn verliebt. Und als sie dann später, ja gar nicht so lange her, kurz bevor sie auf diese Schule kam, halt ihre Janky-Zeit hatte, in der sie halt ständig Mist gemacht hat, hat er sie halt eines Nachts gefunden und mit nach Hause genommen und seitdem hat sie sich halt wieder verändert und ins Leben sozusagen zurückgefunden. Und ja, als dann das allmorgendliche Morgenmeeting der Schule ist, gibt es einen kleinen Zwischenfall und zwar die Gedo, eine ja, Anti-Präsidentengruppe sozusagen, die von einem alten Präsidenten angeführt wird, ja, schafft Schlangen in den Saal und Haine reagiert extrem auf Schlangen und verwandelt sich sozusagen durch die Schlange in das Aschenputtel vom Strand, so nannte sie sich damals unter anderem, und wird wieder so ein bisschen zum Rowdy und alle bekommen es mit und ja. Chizumasa kann sie nicht leiden, wie ja, sie ist ihm zuwider, wie wir erfahren. Also er mag sie gar nicht, reagiert auch ganz, ganz gereizt, als einige seiner Freunde, seiner Schülersprecherleute ihn halt auf sie ansprechen, was sie denn da heute gemacht hat und ist nicht so gut auf sie zu sprechen. Ja, Ishinomiya, ein Mitglied des Schülerrats, kommt kurz darauf zu Haine und berichtet, dass Chizumasa entführt wurde, wahrscheinlich von den Gedo und sich wahrscheinlich im himmlischen Park aufhält. Dieser Park darf nur
von nicht Silber- und Goldmitgliedern halt betreten werden. Es ist ein, ja, sowas wie ein riesiges Gewächshaus, kann man sagen. Und dort soll er sich halt aufhalten, soll er gefangen gehalten werden. Und Hyäne macht sich natürlich direkt auf den Weg und will ihn retten. Als sie dann allerdings da ankommt und sieht, dass er gar nicht irgendwie in Gefahr ist, sagt er ihr halt, dass er einfach nur mal seine Ruhe haben wollte. Und ja, sie weiß halt gar nicht, wie sie darauf reagieren soll. Sie hat halt gedacht, sie müsste jetzt da einen Kampf anfangen und ihn da aus einer brenzligen Situation retten. Ja, allerdings wird die Situation kurz darauf für sie brenzlig, denn einige Schüler kommen in den Park und denken, sie hat Shizumasa entführt. Und ja, Shizumasa setzt sich dann Gott sei Dank für sie ein und sagt, nein, nein, sie hat mich gerettet. Das heißt, er findet schnell eine Notlüge und sagt, nein, sie hat mich von den Gedo gerettet, sie hat sie vertrieben. Und sie war ja schließlich mal ein Junkie und ist da super. Und ja, daraufhin darf sie dann in den Schülerrat eintreten, und zwar als Shizumasas Beschützer. Denn sie sagt dann halt auch, ich würde alles für ihn tun, ich würde alles machen, ich will ihn beschützen. Und ja, jetzt hat sie halt auch die Privilegien, ist in der Silberklasse und ist Mitglied des Schülerrats und kann Shizumasa so öfters sehen. Und ihre beste Freundin Ushio möchte natürlich jetzt auch in den Schülerrat, denn sie möchte Hyäne halt nicht von der Seite weichen. Daraufhin geht sie halt zum Schularzt, der ziemlich gut mit Shizumasa kann und da auch seine Finger überall mit im Spiel hat, und sagt ihm halt so, hier, ich möchte da auch rein, regeln Sie was. Und er hat sie kurz vorher noch mit einer ihrer Liebeleien im Krankenzimmer erwischt. Denn Ushio ist, ja, man sagt ihr viele Affären nach sozusagen. Sie verschlingt die Männer sozusagen. Ja, kurz darauf ist Hyäne in einen Streit verwickelt, und zwar einer der Gedo-Mitglieder redet über ihre Familie, das heißt über ihre richtige Familie, die Familie Kamiya. Daraufhin möchte sie ihm halt möchte ihn schlagen. Shizumasa geht dazwischen und ja, will dann halt später von ihr wissen, was denn da eigentlich los war, warum sie denn so reagiert hat und warum sie denn geschlagen hat, und sie möchte halt zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihm darüber reden, da es halt was sehr Privates für sie ist und ja, das natürlich auch nicht die besten Erinnerungen sind an die Familie Kamiya. Schließlich haben sie sie zur Adoption freigegeben. Ja, kurz darauf erfährt Shizumasa auch den Grund, warum Hyäne so reagiert hat, denn Hyäne wurde für die Summe von 50 Millionen Yen verkauft. Das heißt, es war keine normale Adoption, sondern es war so, ja, man hat das eigene Kind verkauft. Das ist natürlich noch viel schlimmer, als normal zur Adoption freigegeben zu werden. Denn sie war ja auch nicht mehr so klein, als sie freigegeben wurde zur Adoption sozusagen. Ja, Kusame, Hyänes Stiefbruder, versucht in der Zwischenzeit, Shizumasa bei Hyäne schlecht zu machen. Er ist überhaupt nicht begeistert von Shizumasa und will ihr halt zeigen, oder versuchen, ihr klarzumachen, dass er nicht das ist, für das sie ihn hält, und dass sie, ja, aufpassen soll bei ihm. Ja, als sie dann erfährt, dass Shizumasa mit den Gedo zusammenarbeitet, ist das natürlich erstmal so ein Moment für sie so, oh, okay, soll ich das jetzt ernst nehmen? Kusama hat mich gewarnt, und ist erstmal so im Zwiespalt, aber sie erfährt dann später, dass Shizumasa mit den Gedo nur zusammenarbeitet, damit der Anführer der Gedo, der ja früher Kaiser war und von Shizumasa vom Thron geschubst wurde sozusagen, wieder eine Kaiserstelle hat sozusagen in seinen eigenen Kreisen. Ja, kurz darauf folgt dann ein Schulausflug, bei dem natürlich Spiel, Spaß und Freude an der Tagesordnung stehen soll, und aber auch ein bisschen Freizeit. Und so trifft Hyäne auf Shizumasa und erzählt ihm, wie das damals mit der Adoption war. Denn sie hat damals gehört, wie ihr Vater mit ihrem Adoptivvater geredet hat und ihm halt angeboten hat, Hyäne zu adoptieren. Und danach, nachdem sie das gehört hatte, war das halt natürlich für ihren Adoptivvater, der das mitbekommen hat, dass sie das gehört hat, natürlich sozusagen so, oh mein Gott, ich kann dieses Kind jetzt nicht da lassen. Und ja, Shizumasa beschließt dann kurz darauf, dass er die Gedo abschließen will. Also irgendwas in Hyänes Geschichte hat ihn wohl dazu bewegt, dass es vielleicht besser wäre, sie abzuschaffen, und dass er dem alten Kaiser keinen Gefallen damit tut, ihn jetzt sozusagen als bösen Kaiser dastehen zu lassen. Und löst diese Gedo dann halt auf, beziehungsweise verbietet es. Und erzählt Hyäne dann auch, dass
naja, er eigentlich keinen Geliebten hat, denn Haine hat Shizumasa erwischt, wie er mit Maguri, einem Mitglied des Schülerrats, einem männlichen Mitglied des Schülerrats, kurz vor einem Kuss war. Da war sie natürlich total schockiert und jetzt ist es halt so, dass er ihr sagt, nein, also wir sind kein Paar, erstmal ein Scheingeliebter sozusagen gewesen. Keiner wusste, dass er es war, außer die beiden halt. Und naja, sie zwängt sich dann förmlich auf hier, ich möchte die Geliebte spielen, ich möchte deine Geliebte werden, ich kann dich auch beschützen. Und Shizumasa willigt dann auch ein, da sie ihm halt ziemlich, ja, überredet und ihm fast gar nichts anderes übrig bleibt. Ja, also Shinji Do Make Cross ist wirklich ein toller Manga. Von Arina Tanemura kennt man natürlich tolle Zeichnungen. Auch hier sind wunderschöne Zeichnungen, wunderschönes Artwork halt. Tolle Farbillustrationen sind auch am Anfang immer, wie zum Beispiel hier und hier. Und ja, diese ganzen Extrabände im Schuba und mit diesen Büchlein und was weiß ich nicht, allen dabei, die sind super toll. Und die Serie ist halt einfach nur mega spannend. Es kommen immer neue Geheimnisse, wo man sich fragt, was ist da jetzt, wie ist das jetzt, was passiert da, was kommt da vielleicht bei raus. Man ist halt immer so am Rätseln, was genau passiert, was kommt, was... Und man ist teilweise auch geschockt, so, wo man sieht, oh mein Gott, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oder oh mein Gott, das passt doch gar nicht und das kann doch nicht sein. Und haben die mich so in die Irre geführt mit dieser Geschichte. Und es ist halt super spannend. Und trotzdem kommt Freundschaft und Gefühl, was Liebe angeht, auch nicht zu kurz. Es ist trotzdem ein sehr gefühlvoller Manga. Es geht auch natürlich auch viel um das Thema Adoption, Kindheit, Familie. Und es ist wirklich eine super interessante und spannende Story. Und ich kann es nur empfehlen für alle. Und ja, das war's dann zu der Review zu Shinji Do Make Cross. Falls ich mich etwas komisch angehört habe, tut's mir leid. Ich kämpfe seit ein paar Tagen mit einer Erkältung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder.